Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Nio 2. Ja, wir werden heute mal den Tempel etwas erkunden. Den Tempel davon ein bisschen vor, diese kleinen Biester beseitigen. In den Tempel da entweder fetter Bossgegner oder eine richtig gute Waffe. Da ich das Ganze aus Dark Souls und Bloodborne kenne, nehme ich mal Ersteres an, dass da ein richtig fetter Boss auf mich wartet. Mal gucken. Okay, so geht Blocken, genau. So. Hua! Ja, komm doch her, komm doch her. Ich hab keine Angst vor dir. Muss das gemacht werden, so ist es richtig. Was, du lebst noch hier auf Nahtstoß? Bam! So, nächster bitte. Du da. Komm doch her. Da ist noch ein Gegner, okay. Komm doch her, komm doch her. Na komm, na komm. Komm her, Kleiner, komm her. Komm. Wenn er am Boden liegt, Dreieck drücken. Das habe ich im Tutorial gelernt. So. Bumm. Noch ein Steinchen, okay. Wäre natürlich besser, wenn ich Dinger werfen könnte, aber ich habe bereits ein paar Tastenkombinationen probiert und ich kann diesen Mist immer noch nicht werfen. Egal, soll mich nicht groß stören. Ja, du kriegst auch dein Fett weg. Ja, du hast einen Stein, genau. Komm her, du Affe. Bam! Wow, wow, keine Ausdauer mehr. Weg! Ja, er liegt, rein da! Er liegt immer noch, rein damit! Sehr schön, sehr schön. So. Gibt's hier irgendetwas? Eine Truhe. Oh ja, die sollte ich vielleicht öffnen, bevor ich da reingehe. Eine seltsame Kraft verhindert das Öffnen. Ja, ich nehme an, irgendeine fette Kreatur drin ist. Verhindert das, dass ich es öffne. Ich glaube, ich habe schon die fette Kreatur gefunden. Riesenratte. Alter Schwede. Okay, ganz ruhig. Wir schleichen uns vorsichtig vorbei. Okay, ich sehe schon, ich muss also einen dicken Angriff auf das dicke Ding machen. Okay, ich denke, das kriegen wir hin. Puh, ruhig durchatmen, ruhig durchatmen, notfalls die Flucht ergreifen. Keine Heldentaten, das kriege ich hin. Jetzt ist es wütend. Das ist übrigens eine Falle. Ich mache damit keinen Schaden. Beziehungsweise es hat mir noch niemals gebracht, diesen Konter auszuführen. Wow, wow. Boah. Angriff. Weg hier. Weg. Oh. Jetzt häng ich fest. Ich mach keine Gefangenen, wa? Aber es ist hingefallen. Ich hätte da jetzt hingehen müssen. Mist. Oh. Weg da. Weg da. Weg. Heilung. Wow! Ah! Nein! Aber ich sag noch, keine Heldentaten und so, ne? Von Enki aufgeschlitzt. Das Vieh ist so Enki, okay? Wir haben einen Namen für das Vieh. Enki. Oh, wir müssen das unbedingt irgendwie plätten. Vielleicht sollte ich mal die Waffe wechseln. Ich habe ja noch andere Waffen im Petto. Das Ding hier. Vielleicht soll ich das ein bisschen mehr verwenden. So, also, erster Bossgegner und wir sind bei der ersten Begegnung gestorben. Ja, top, ich weiß nicht, was das mir bringen soll. Das bringt mir ja rein gar nichts. Stimmt. Das ist doch pure Verarsche. Komm doch her. Komm her. Boah, ich sollte vielleicht erstmal hier meine Seelen wieder abholen. Autsch. Anfängerfehler. Ich muss unbedingt mittlere Stufe. Doch, Fall zu Boden. Ja, und es freut sich auch noch. Ja, ja, er wird sterben. Ja, Dreieck. Rein damit. Oh nein, ich bin in die Falle getreten. Nein. Nicht gut. Komm doch
Ja, du kleines Mist. Was? Oh, der Move ist aber neu. Der Move ist sehr neu. Hat mich das vier... Ja, ey, das ist aber... Das gilt nicht, ne? Das ist... Ein Move, das hat das Vieh vorher nicht gemacht. Alter Schwede, was ist das denn hier? Ja, ich bin zweimal gestorben, das bedeutet, meine 1700 Seelen, die sind jetzt vollständig vorhin gehabt habe. Danke nochmal, du blödes Mistvieh. Ey, weil ich brauche nämlich 2000 Seelen, damit ich hier nochmal ein Level abbekomme. Mensch. Okay, komm, wir gehen da durch. Wir versuchen es doch gleich nochmal. Wir gehen nochmal hin, kriegen aufs Maul, fluchen eine Menge rum. Boah, starker Kerl, der könnte mir ja vielleicht weiterhelfen. Aber ich will es nicht alleine schaffen. Ich möchte, wenn ich mal sterben sollte, dass auf meinen Kraft entsteht, er hat es alleine geschafft, das Ding zu besiegen. Und sagen muss, ich habe jetzt schon schlechte Karten gegen so ein normales Vieh, was ich vorhin nicht gehabt habe. Wo ich mir jetzt frage, was zur Hölle ist denn da jetzt los? Warum spiele ich auf einmal so kacke? Ich habe doch richtig gut gespielt. Autsch, jetzt bin ich gelähmt. Das Vieh allerdings auch. Jetzt komm, beweg dich, sonst beißt dir das Vieh das Gesicht ab. Na komm doch, na komm doch. Na komm. Trau dich. Komm doch, komm doch. Ja toll, das hat mir überhaupt nichts gebracht, dieser Dämonenkonter, meine Güte. Was für ein Mist. Erstmal jeden Einzelnen da kaputt machen. Ja, das ist blöd, sonst können die sich ja in den Kampf mit einmischen. Und ich möchte echt nicht, dass die sich in den Kampf damit einmischen. Komm her. Oh, weg da, weg da, weg da. Da kommen sie wieder an, diese kleinen Drogenkobolde. Na komm. Ah! Das Vieh liegt. Ich kann jetzt noch die Anschluss geben. Bam! So. Nächster bitte. Du da, du da, du bist der Nächste. Komm her. Au! Jetzt brauche ich alle meine Heil-Items nur bei so einem kleinen Gnomen. Ja, na toll. Du wirst nachher beim Fetten da werden, ne? Und rein da stechen. Ja, aber schon rein da. Habe ich mir das überhaupt genau angeguckt? Vielleicht gibt es irgendetwas, was ich übersehen habe. Nee, da ist ja dann gegeneinander kämpfen, nicht wahr? Rückkehrer bekämpfen. Nein, ich will kein PvP spielen. So. Aber jetzt habe ich die andere Waffe ausgerüstet. Vielleicht kann ich mit der ja sogar irgendetwas bewirken. Aber jetzt mal ernst. Die ganzen Typen. Oh, Level 31. Ja, guck mal an. Der Typ, der hätte ja absolut kein Problem gegen den da. Nee, ich bin nicht so einer. Ich will das ja hier alleine schaffen. Komm schon, komm schon. Den größten Hass, den ich in mir spüre. Angriff! Das war vielleicht keine so clevere Idee. Ah, warte mal. Hier ist sogar etwas. Ein Item, was ich einsammeln kann. Sehr gut. Das heißt, ich locke das Vieh raus. Versuche jetzt da wieder reinzukommen. So, rein da. Ich will das Item haben. Ich muss Prioritäten setzen. Ich will das Item da haben. Sehr schön. Schlüssel zum inneren Schrein. Boah! Ja, das Vieh liegt. Warte, Angriff. Weg da, Deckung. Okay, ich habe einen Schlüssel erhalten. Ich habe einen Schlüssel. Ah, nein! Der Zauber 9000!
Oh, was war denn das denn? Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das ist doch auch schon mal viel wert. Mal gucken, wo ich den dann einsetzen kann. Ich denke, ich kann mir schon denken, wo ich das Ding reinstecken kann. Und zwar, wenn man hier oben die Treppen hochgeht, bei diesem einen Tor. Ich denke, da komme ich damit hin. Boah. Ich meine, für wen hält sich das Vieh, hä? Ich denke, das hier. Kann ich das jetzt damit öffnen? Ja, ich kann da... Okay, ist ja schön. Oh, ein neues Gebiet. Sehr gut, sehr gut. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Boah. Geh sterben. Es liegt am Boden. Und kein Stechen. Okay, zu spät. Komm mal her, komm mal her. Das ist gefallen gelassen. Oh. Sehr schön. So ein Ding habe ich bereits, glaube. Okay, wir gehen jetzt hier raus. Okay, was gibt's denn hier? Heiliges Wasser. Öffnen wir das Ding. Was befindet sich da? Sieht aus wie Ludwig der Verfluchte aus Bloodborne. Ich hasse Ludwig der Verfluchte aus Bloodborne. Okay, ja, das könnte jetzt eventuell sehr... Komm, Heilung, so. Strategie überlegen. Ah, was sind das? Was sind das? Ah, mich hat was erwischt. Schmerz. Hau ab. Bescheuert. Ja, haben wir Zuki aufgeschlitzt. Natürlich. Schön, dass noch die ganzen Namen mit eingeblendet werden. Der, die, das hat dich gerade platt gemacht. Sehr schön. Was lernen wir daraus? Das Vieh ist eine eigene Hausnummer. Muss ich schon zugeben. Wäre ich damit am besten fertig? Gar nicht, nehme ich mal an. Ich merke schon, ey, die ganzen Bosse, die sind schon. Das ist schon, ne? Sind schon hart. Auch für mich, so als eingefleischten Dark Souls- und Bloodborne-Spieler, ist das schon ziemlich hart. Okay, Cutscene ist. Haben sie weggemacht, ist gut. Ah! Was hat das hier auch noch für eine dicke Reichweite? Au! Okay, das haut einfach da durch. Das haut einfach da durch. Das bringt nicht groß, sich da irgendwie zu verbarrikadieren. Ist gut zu wissen. Ich hab's kapiert. Ja, du hast keine Eier. Ich seh's. Mann! Bam! Oh! Fuck you! Yokai-Wandel. Kreis und Dreieck. Warte mal. Nutze in dir schlummernde Macht einer Abstimmung durch mit Hilfe eines Schutzgeistes vorübergehend Yokai zu verwandeln. Dieses Phänomen nennt man Yokai-Wandel. Die Auswahl deines Schutzgeistes bestimmt die Gestalt, die du annimmst. Nenne diese Technik weise an, um den Kampf geschehen zu verwenden. Okay, probier mal. Kreis und Dreieck, das werde ich mal ausprobieren.
Aber am besten ist es natürlich, wenn ich vorher diesen einen Schrein freischalte. Nee, da muss ich gegen diese kleinen Biester vorkämpfen. Das ist, nee. Ich komme damit ja ganz gut klar. Von dem her, ich renne einfach durch, direkt zum Pferd. Da steht ein Arsch vor dem Tor. Ja. Nee, den da lasse ich jetzt in Ruhe. Den lasse ich da in Ruhe krepieren. Ich gehe einfach mal hoch. Komm schon. Mach schneller. Kreis und Dreieck hieß es, nicht wahr? Okay, hat mir jetzt gerade nichts gebracht. Muss ich noch was anderes drücken, außer Kreis und Dreieck. Autsch, ja, aber dieses blöde Ding nützt mir einfach mal rein gar nichts. Scheiße. Puh. Hol doch ab. Ich kann nicht mal um das Ding rumtänzeln. Alter, wie soll ich das hier blätten? Okay, ich bin jetzt schon kurz davor, irgendwas in irgendeine Richtung zu werfen, weil mich das gerade tierisch anpisst. War der erste Teil auch so schwer? Ich frage jetzt ganz im Ernst. War der erste Teil von Nioh, war der auch so schwer? Weil jetzt mal ernst, das ist einfach total unfair und ich kann mir nicht vorstellen, weil ich kann jetzt schon sagen, also es ist deutlich schwerer als Bloodborne, muss man schon zugeben. Und Bloodborne ist so die höchste Einstufung, die ich überhaupt vergeben kann, was Schwierigkeitsgrad angeht. Autsch! Ja toll, also muss ich immer schon dranbleiben oder was? Oder was ist der... Was ist der Trick dahinter? Ja, dranbleiben bringt mir auch nicht viel. Obwohl, wenn man so sieht, eigentlich schon. Dass ich einfach mal daneben schlägt. Okay, es klappt doch. Okay, ich hab die Schwierigkeit. Ich hab den. Nein! Töte mich nicht! Ich hab eine Familie! Töte die! Okay, ich hab eine Strategie. Ich weiß, wie ich es am besten ausnutzen kann. Wenn du einen vollständigen Key-Impuls durchgeführt hast, wird das Key an deiner Umgebung in Bewegung gesetzt. Dadurch wird das Schmutzen der. Okay, wiederholen. Mann! Dieser träge Konter funktioniert noch nicht mal. Was soll ich da bitte machen? Okay, Stufenaufstieg, Zurückrufe, bla bla bla. Segen. Nein! Ach nee, das war dieses DLC-Ding. Nee, warte. Weg damit. Ja, ich weiß, du mich auch. Ach so, so etwas geht es auch. Nee, lass mal stecken, das will ich behalten. Okay, gut. Ja, Vielleicht soll ich mal hier mitarbeiten. Hier, dass ich dann nach so einem Angriff, dass ich dann hier sofort den hier mache, ne? Mit R1. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir gucken mal. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich hab's eilig. Boah, ey, gegen das Vieh gewinne ich echt absolut kein Land. Warum muss das Vieh ausgerechnet so aussehen wie Ludwig der Verfluchte aus Bloodborne? Den Bossgegner, den ich absolut nicht leiden kann. Ah, du Dreckiger. Okay, aber immer schon dranbleiben, das ist so gut.
Ja, Ausdauer wieder regenerieren. So. Einwerfen. So. Die Geister gehen einfach durch. Okay. Das ist schon ziemlich unfair, ne? Naja. Naja. Du kommst nicht vorbei. Ja, Wuchtkonter, es klappt aber nicht. Nochmal von vorne. Also, wie funktioniert dieses blöde Ding? Eine rote Aura eines Gegners zeigt einen bevorstehenden Wuchtattacke an. Mit dem richtigen Timing ist es jedoch möglich, sie zu kontern. Der Widling Wuchtkonter lässt dich nach vorne ausweichen und danach einen Gegenangriff durchführen. Wuchtkonter verbraucht Anima. Ja, aber es klappt nicht. Dieser Wuchtkonter, der ist einfach purer Rotz. Der klappt einfach nicht. Oh, Mann, bin ich angepisst. Und ich habe auch nicht vor, jetzt irgendwie nur ein paar zu machen, wo ich die ganze Zeit übersterbe. Das ist doch auch total langweilig, ne? Hey, da folgt mich aber so ein Bandit, das gibt's ja wohl nicht. Lass mich in Ruhe. So, hier komme ich. Alles klar, also. Eine rote Aura zeigt mir an. Okay, warte mal. So. Rote Aura eines Gegners. Okay, rote Aura, ich hätte Ausschau. Da, die Aura meint's. So eine scheiß Idee, sag mal. Komm, ich hab's gemacht. Rote Aura, dann habe ich den Move gedrückt. Es ist pure Verarsche. Göttliche Leis. Alter. Und da wundert man sich, dass ich so schlechte Laune habe, oder? Okay, weiter. Wir kommen weiter. Wir versuchen es. Ich habe noch eine andere Waffe, ne? Ich kann ja noch ein bisschen hier mit den beiden Katanas noch umarbeiten. Aktuell ist das einfach nicht feierlich. Also nah dran bleiben, das ist schon mal, glaube ich, eine gute Idee. Rein da. Das ist das Riesenvieh, so. Okay, das ist eine gute Idee. Nein! Na klar. Nein! Ah. Tea time. Ja, ich weiß, was mit dem Tipp da gemeint ist. Ich muss mir so arbeiten, also quasi, dass ich jetzt einen Angriff mache und damit er eins wieder zur Besinnung komme. Ist klar. Ja, mach das auch mal mitten im Gefecht, ne? Wenn du ein paar mehr Angriffe machen willst, ne? Bei so einem fetten Vieh, was dann nicht einfach mal gestunt ist, sondern was dann einfach sein Ding durchzieht, sodass du dann einfach keine Chance hast. Oh, wie schlechte Laune. Oh, ich bin gerade so schlecht gelaunt, das kann sich gerade keiner vorstellen. Komm, öffne. Jetzt. Komm, jetzt Konzentration. Jetzt versuche ich mal ein bisschen nach einem Angriff die A1-Taste zu drücken. Also. So. Es
klappt. Es klappt seltsamerweise. Also schön rangehen, dann R1 drücken. Okay, ist gut. Ich glaube, ich hab's kapiert. Ich hab's rein gar nicht kapiert. Okay. Mann, warum hat das vorhin gut funktioniert? Jetzt auf einmal nicht. Komm schon. Es muss doch zu schaffen sein. Es ist einfach so zum Kotzen. Das wird man aber heutzutage noch sagen dürfen. Es ist zum Kotzen. Oh, ich glaube, ich drehe noch gleich am Rappel, ey. So. Ja, hau ab, du Trägerbandit. Komm schon, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir müssen das hinkriegen, komm schon, so. Wir gehen da durch, so, also, wir gehen jetzt ganz nah ran. Was? Dreckiges Mistvieh. Autsch. Komm, wir tanzen ein bisschen, na komm. Geistig, ich hab' durch. Will das Ding nochmal packen, na klar. Oh! Das, dieser Angriff vor Ort, das hat das wieder gar nicht gemacht. Weißt du? So. Boah, weg da, ich habe keine Ausdauer mehr. Boah. Komm, dreh durch, komm, dreh durch. Komm schon, dreh durch. So, oh ja, jetzt wird's eng. Schaden mache ich so gut wie gar nicht, okay. Langer Kampf. Oh, schön, ich hab das Mikrofon erwischt. Ja, Yokai wandeln. Dieser dreckige Move klappt ebenfalls nicht. Nutze in dir schlummernde Macht, bla bla bla. Ich hab's probiert, ich hab die Tastenkombination gedrückt, aber wenn's nicht klappen will, was will ich denn da bitte machen? Komm, jetzt, komm. Aber sag es dir, ich mache auch gefühlt keinen Schaden, also müsste ich eigentlich ein bisschen stärker werden und ich denke, ich sollte auch auf jeden Fall das Vieh vorher noch plätten. Oh, Problem ist, das Vieh ist dann von solchen kleinen Viechern umgeben und ich will mich einfach nur um den Großen da kümmern. Nur um den Großen, nicht um die Kleinen. Die Kleinen sind mir sowas von scheißegal. Nerven tun sie trotzdem. Es liegt am Boden, es liegt am Boden, es liegt am Boden. So. Rein da. Du da. Komm mal her. Komm mal her. Oh, mir ist wie aber weggestoßen. Komm her. Liegt am Boden. Ja, toll, aber der ist lebungslos an mir. Zack, rein da. Steinchen. Der Typ da drüben kriegt auch noch sein Fett weg. Na komm doch, na komm, komm her. Toll, jetzt bin ich gelähmt. Nee, doch nicht. Stechen. Dann nicht. Autsch. Jetzt bin ich. Warte, jetzt geht's wieder. Okay.
Was hast denn du gedroppt? Nein, gegen den Typen will ich nicht kämpfen. Ich möchte jetzt einfach nur ganz schnell das hier erledigen, damit ich da diesen Schrein habe. Dann kann ich mich vielleicht ein bisschen aufleveln. Und dann habe ich vielleicht eine Chance gegen das Riesenvieh. Okay, komm, die machen wir jetzt fertig hier. Die machen wir auch jetzt fertig, Mensch! Und Flucht. Wuchtkonter, rote Aura, ich hätte auch Show. Wann ist die rote Aura dieses Gegners gekommen? Autsch, das tut weh. Ach Mann. Wie macht man diesen Mist? Na komm, und wie macht man das? Wie macht man diesen Move? Ja, zeig mal, wie kann ich den Schmutz der Welt vertreiben? Ich will nur mal gucken, nur mal kurz Tutorial, wie klappt das? Wie kriege ich das hin? So. Na toll, ich habe keine Schuhe an. Alles klar, alles, wie macht man das? Trainingsrobo, nein, danke. Okay, Nahkampfwaffen. So, also. Habe ich gemacht. Wie mache ich jetzt diesen Move? Oh nee, muss ich jetzt nochmal diesen kompletten Mist von vorne machen? Okay, von mir aus. Zeig mir den Gegner, zack. So. Jetzt kommt ein schwerer Angriff. So. Okay. Ziel erfassen. Okay, das ist ja kein Problem. Da ist ein Ziel. Und da ebenfalls. Okay. Komm mal her. Nächster. Na denn, komm. Verteidigen, okay, ja, warte mal. So, das hätten wir erledigt. Nächstes bitte. So, ja, die Haltung ändern, genau, das kenne ich. Das ist das. Tiefe Haltung. Mittlere Haltung. So, nächstes bitte. Genau, ja, das kenne ich ja. Warte mal. So. So, das habe ich drauf. Das kenne ich. Nächste Disziplin, bitte. Also gut, wie macht man das? Ach, das ist das Ding mit den Lichtern. Ja, das kriege ich hin. Gegner, Gegner, Gegner. Ah, nee, warte mal. So. Jetzt mit Gegner, bitte. Yokai-Reich. Eine andere Welt erschaffen von Yokai. Wenn du Yokai befindest, bla 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 bla, durch den erfolgreichen Ki-Impuls im Yokai-Reich reinigst. Ja, wie macht man das? Das wollte ich ja wissen. Also. Nochmal bitte. Okay, ah, okay, ich glaube jetzt, okay, warte, ich hab's drauf, warte, ich glaube, ich weiß, wie es geht, warte mal. Also genau dieses Gebiet hier, pass auf. Einmal schlagen und
So macht man das. Okay. Das ist gut. Okay. Also. Bla bla bla. Wuchtkonter. So, hier nochmal das Tutorial, wie es richtig eigentlich aussieht, ne? Boah, warte mal, der sprintet auch nur zum Gegner hin. Also macht dieses blöde Ding auch nichts anderes, als einfach nur Richtung vom Gegner hin zu Dingsen. Okay, warte mal. Ach so, wenn das hier auf mich zukommt. Okay, warte mal. Zu früh. Nächstes Monster bitte nochmal, komm. Na komm. Warum klappt das nicht? Jetzt komm her. Ich bleib jetzt einfach stehen. Jetzt habe ich aber gedrückt, Mensch. Jetzt komm her. Greif mich an. Ja, es klappt aber nicht. Greif mich an. Wieso klappt der Mist nicht? Wütend jetzt, komm. Okay, nochmal bitte. Ich will das jetzt unbedingt... Komm her. Ich will das jetzt unbedingt richtig erlernen. Ja, im Tutorial sieht das so einfach aus, ne? Aber erst mal in freier Wildbahn richtig machen. Mann. Yonkai Wandel. Wenn der Mariebalken voll ist, Yonkai beenden... 1, 3, okay. Okay, wie macht man das? Komm, zeig mal. Kreis und Dreieck macht er. Okay, von mir aus. Warum hat das bei mir vorhin nicht funktioniert? Ja, jetzt aber mal klappt das. Natürlich. Ja, klar. Natürlich. Jetzt auf einmal klappt das. Warte, so. So, ja. Okay. Ja, warum klappt das nicht, wenn ich das mache in freier Wildbahn? Ja, ich will nochmal zurückgehen. Okay, gut. Ich habe jetzt nochmal die Basics, habe ich nochmal drauf. Okay, ist gut. So, wir probieren es gleich nochmal von vorne. Wir versuchen erstmal diesen einen Schrein, wo wir nicht weiterkamen, die versuchen erstmal zu reinigen. Dann töten wir das Pferdevieh. So ist erstmal der Plan. Ob das klappen wird, wir werden sehen. Aber erstmal so, das ist erstmal so mein Vorhaben, ne? Dass wir so auf einer Ebene sind, dass ihr wisst, was ich vorhabe. Nicht, dass ihr jetzt euch fragt, was ich vorhabe, sondern jetzt wisst ihr, was ich vorhabe. Also, ich werde diesen einen Schrein säubern. Dann das Pferdevieh beseitigen. So ist der Plan. Okay. Beseitigen wir erstmal hier diese parasitäre Lebensform. Komm her. Und reinstechen. Stein mitnehmen, so. An, Kumpel, greif mich an, komm schon. Dann du, komm, du bist der Glückliche, du greifst mich an. Greif ich nochmal mit dieser roten Aura an, komm schon. Das war schlecht. Okay, jetzt war keine rote Aura, aber egal. Greif mich an, ich will es jetzt auch rückbringen, komm, greif mich an. Steine, komm her. Oder du, wer ist der Glückliche? Wer greift mich an? Komm.
So, du bist der Nächste, alles klar. Komm her. Komm. Komm her. Und der liegt am Boden und reinstich. Okay. Okay, ganz ruhig, okay. Wir kriegen das jetzt hin. Da oben ist das Vieh, okay. Die Truhe können wir noch nicht öffnen. Wir versuchen es gleich nochmal. Vielleicht sollte ich einfach mal mit dem Dämonenmodus reinrushen. Ich frage mich nur, warum es nicht klappt. Kreis und Dreieck. Kreis und Dreieck. Ja, aber es klappt nicht. Ich kann diesen Modus nicht aktivieren. Ich frage mich nur, warum das nicht klappt. Warum kann ich diesen Modus nicht aktivieren? Kreis und Dreieck. Dreieck und Kreis. Ich drücke, aber es klappt nicht. Mann. Ich frage mich nur, warum dieses Biest da mich noch nicht gehört hat. Vor allem, was macht es denn da? Spielt es da gerade 5 gegen Willi? Nein, das hat mich natürlich. Ich habe mich natürlich ein bisschen verraten. Das ist schlecht. Gegnerische Wuchtattacke, damit kontern. Ja, ich hab's, glaube ich, drauf. Warte mal, komm her. Hat keinen Bock mehr auf mich. Okay, das ist nachvollziehbar. Ich habe auch keinen Bock auf mich. Aua! Ja, wenn es rot aufleuchtet, ne? So wie ich verstanden habe, jetzt. Bam! Das war das richtige Timing, okay. Komm her, komm her. Okay, das war falsch. Jetzt! Ah! Das war schlecht, Mann, war das schlecht. Mann! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich krieg das hin. Ich muss das hinkriegen. Na komm schon, das muss ich unbedingt hinkriegen. Ich muss das schaffen. Aus dem Weg, ich muss das schaffen. Ich will das hinkriegen. Mir brennt gerade ein Feuer. Ich will das unbedingt hinkriegen. Ich muss das hinkriegen. Ich muss es schaffen, ey. Sie können gerade nicht angreifen. Greif an. Oh. Okay, ich bin gerade nicht konzentriert. Ich merk's. So. Gegen das Biest im Dunklen. Nee, warte mal, nee. Komm schon, komm her, du. Komm her, Winzling, komm her. Wahnsinn, zum Glück hat der ganz Große das gerade nicht mitbekommen. Hat er nicht gehört, ne? Hat er wohl gehört. Komm her. Nicht du, der da. Ich will mich mit den ganz Großen da prügeln. Komm her. Komm doch her, komm. Trau dich. Vielleicht sogar die perfekte Idee. Wow, wo ist er hin? Wo ist es hin? War aber noch Monster, warum ist das Monster weg? Was ist denn da passiert? Autsch, jetzt geht er weg. Es hatte keinen Bock mehr auf mich gehabt. Okay, so kommt das natürlich auch. Ja. Autsch! Fuck this. Schlittenkumpel. Ja.
Naja. Oh, das klappt so nie. Guck mal, wie angeschlagen ich schon bin. Na komm doch, du kleines, widerliches Biest. Weit weg, jetzt bin ich noch dran. Komm doch, komm doch. Bumm. So, jetzt aber. Komm mal her. Komm her, Großer. Letzte Stunde hat geschlagen, Kumpel. Warte mal, sag ich doch keine schlechte Idee. Warte mal. Dann renne ich weg, warte, doch, doch. Dann renne ich weg, dann hat es keinen Bock mehr, verfolgt mich nicht mehr. Dann gehe ich wieder hin und hau das Vieh nochmal. Das ist doch eine gute Idee. Aber jetzt bin ich zu weit weg, nicht wahr? Jetzt gehe ich wieder hin. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann hat es sich wieder verkrochen. Dann schlage ich wieder zu und dann renne ich wieder weg. Das ist doch eine geniale Idee, sag mal. Hit and run. Warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen? Aha, jetzt renne ich weg. Hast du gleich eh keinen Bock mehr auf mich. Ich werde entkommen. Du bist zu dick, du kommst nicht hinterher. Jetzt gehe ich wieder hin. Warum nicht gleich so? Da, jetzt haut's wieder ab. Schön einen kräftigen Stoß mit der Sense verpassen. Ich bin genial. Das ist die perfekte Idee. Hit and run. Warum nicht gleich so? Dauert zwar ein Weilchen, bis das Vieh tot ist, aber egal. Haha, ich hab dich gehauen. Folg mich doch, du Riesenvieh. Du fette Plünze, du. Haha. Das ist auch schon kein Bock mehr. Okay, hinterher. Boah, 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 oh, boah. Es hat doch noch Bock, es hat noch Bock, es hat noch Bock, es hat noch Bock. Jetzt hat es keinen Bock mehr. Jetzt hat es... Oh, war das knapp. Ich hätte ja beinahe schon mein Schicksal besiegelt, ne? Nur einen Schlag und dann wieder abhauen. Hit and run. Weg hier, weg hier. Hahaha. Haha. Renn einfach weg. Puh. Hit and run. Ich bin so genial. So, wieder anschleichen, wieder anschleichen. Ja, und abhauen. Hahaha. Kriegst mich niemals lebend. Wow. Nein! Scheiße! Ey, das ist so eine geniale Idee und dann... Och, Mann. Ey, aber das hier hat mich einfach durchschaut, ne? Also mein Kampfeswille ist gerade etwas gebrochen, von dem her... Ich wollte das Video jetzt schon beenden wollen, weil ich habe gerade wirklich absolut keinen Bock mehr, bevor ich hier noch... naja, macht's gut, passt auf euch auf, ciao!